So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Battle for Blood Epic Battles within 30 Seconds. Im letzten Part haben wir auch schon Level 10 ein paar Mal gemacht. Das probieren wir jetzt noch einmal. Ich habe vergessen, Upgrade zu kaufen. Aber ich glaube nicht, dass uns das jetzt wirklich ordentlich aufhalten wird. Denn es ist aber hier natürlich noch ein bisschen mehr Geld. Ich habe eben auch überhaupt keine Möglichkeiten mehr gesehen, welche ich machen konnte. Beziehungsweise gestern. Habe ich eben überhaupt keine Möglichkeit mehr gehabt. Deswegen mache ich jetzt nämlich wieder Tipps an. Oder habe ich Tipps angemacht. Wenn ich immer noch ein bisschen sehen kann, muss ich selbst ja nicht befolgen. Bevor ich überhaupt keine Chance habe. Keine weiteren Züge. Die Zeit läuft trotzdem weiter. Das ist irgendwie doof. Theoretisch sollte die Zeit angehalten werden. Das ist ja ein bisschen unfairer Vorteil. Beziehungsweise ein unfairer Nachteil. Vorteil ist ja nicht. Vorteil ist es für die anderen, weil ich nicht ziehen kann. Oh, Zeit schon wieder vorbei, habe ich keinen Weg. So schnell war das. Noch bin ich eigentlich ganz gut hier drin. Beziehungsweise in dieser Runde. Aber gleich kam wieder diese komische Riese, gegen die ich überhaupt keine Chance habe. So, das. Ah, ich war eigentlich nach oben. Schade. Aber egal, wir haben ja gleich noch eine Chance. Fuck mir bitte nicht. Jetzt sollte eigentlich das Ende wieder kommen. Frag mich nicht, wie ich diese Riesenperson töten kann. Ist irgendwie so ein Boss, oder nicht? Mein Level 10. Kann natürlich sein, dass er ein Boss ist. Mein, okay, er stößt sie nur weg. Er verletzt sie aber nicht groß. Oder er macht nicht so viel Schaden, dass es wirklich schlimm ist. Okay, hier kann ich natürlich viel machen. Bevor ich hier nichts machen kann, man einfach so. Der Boss ist schon weiter hinten. Er stößt sie aber auch alle weg. Aber er bekommt jetzt Schaden. Aber die Höhle bekommt auch Schaden. Guck mal, ich habe ja schon wieder gar keine Soldaten. Ups, ich habe aufs Spiel geklickt. Fällt einfach mal. Er hält so viel aus, ich kann ja selber so machen. Einfach kaum Einfluss. Schaffen die Bogenschützen? Ja, die Bogenschützen haben es geschafft. Aber okay, ich sehe nur besiegen müssen. Hätte ich gar nicht die Stage oder beziehungsweise die Burg zerstören müssen. Egal, wir haben jetzt 1680 Gold dafür bekommen. Das war bestimmt irgendwie so ein Boss-Level. Ich meine, gleich ändert sich ja auch irgendwie der Hintergrund. Die Passanten gehe ich gar nicht mehr drauf. Oh, kritische Treffer sehe ich gerade. Können die machen. Das ist viel zu teuer, kann ich nicht machen. Ist auch noch teuer. Ich habe immer noch diese Leute. Obwohl es auch sehr teuer war gerade. Leben ist immer gut. Und weiteres kann ich nicht machen. Naja. So, wie wir jetzt sehen, hat sich das Level auch ein bisschen geändert. Wir sind jetzt nämlich hier oben. Deswegen war es bestimmt auch ein Boss-Level. Das andere kann ich mir nicht vorstellen. Okay, wir können natürlich was kaufen, aber brauchen wir eigentlich nicht. Und ja, der Tipp war nicht hilfreich, dass ich meine Armee verstärken sollte. Aber wir haben wieder ein Time Limit. Oh, das macht er gut alleine. Schön alleine irgendwie was gemacht, beziehungsweise aufgeräumt. Und alles ausgelöst. So, es rutscht nämlich schön alleine runter. Schade, dass ich da nicht hinkam, gerade für 5 Leute. Ich hätte bestimmt noch weitere Chancen dafür. Gut, jetzt bin ich gerade noch rechtzeitig. Und wir haben zum Glück einige Leute gerade auf dem Feld. Das heißt, das ist kein Problem für uns. Ja, okay, machen wir es so. Wenn du es möchtest.
Schön, dass er immer noch einen Tipp sieht. Deswegen muss ich ihn auch befolgen, weil ich sonst nichts... Okay, da unten muss ich gleich gucken. Noch was anderes, was ich machen könnte. Nee, momentan sehe ich nichts, was ich machen könnte. Deswegen muss ich jetzt die nehmen. Nach unten bitte. So, jetzt kommen wir runter, kann ich noch rüber. Den rüber. Unten. Kann ich den rüberziehen. Das auslösen. Mal hier. So, den rüber. Und dann ist die Zeit vorbei. Aber wir haben viele Leute auf dem Feld. So, dann kann ich den einmal nach oben. Den nach oben. Rüber. Und stelle ihn runter. So. Denn den rüber muss ich leider machen. Dann möchte ich mal den hier. So, jetzt hier nach oben. 21 Sekunden, das wird wohl etwas größer hier. So, das sollte ja wieder ein bisschen nach unten rutschen am besten. Und keine weiteren Züge möglich. Und einmal noch, okay, das habe ich gerade selber verbaut. Aber das ist jetzt nicht das Ende, oder doch? Doch, das ist das Ende. Okay, cool. Haben wir ein bisschen was erzielt an Geld. Upgraden einmal ein bisschen. Wird gleich ein... Oh. Angel healed. Okay, hält meine Leute, das ist gut. Und... Warum nicht? Können wir auch gerne machen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Prozente-Ebene kann man auch nichts gegen machen. Je mehr Prozent man in dieser Reihe drin hat, umso weniger Leute kann man machen. Also, kann ich den rausnehmen. Und so bin ich so auch ready. Gibt es irgendwas, was schlechter ist als der? Nö. Das heißt, die ist eigentlich schlecht. Aber ich hoffe nochmal einmal davon. Das ist nämlich ganz praktisch, dieses Ding. Ich habe natürlich auch noch Geld übrig. Ich glaube, ich kann gerade nichts mehr einlösen, oder? Okay. So, einmal nach oben. Rüber. Und ja, du musst das hier oben machen. Okay, da kann ich meinen Rotten. Muss ich gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich überhaupt noch Möglichkeiten sehe. Okay, das war vielleicht ein bisschen schlecht, diese Runde. Aber wenn ich den noch oben mache, kann ich den nicht so machen. Dann hört schon wieder auf den Zügen. Okay, den wollte ich eigentlich nicht machen, aber wenn es funktioniert, dann mache ich das auch gerne. So, der kommt der nach unten. Dann mal so, dann kommt der nämlich dahin. Und das ist halt vorbei. Mach ich den. Kann ich noch einen anderen machen? Nö, kann ich jetzt momentan nicht. Ne, ich kann wirklich nur den erstmal machen. Dann weiter nach unten vorrücken. Sonst haben wir nämlich keine Chance. Ah, okay, ich kann so machen. Dann habe ich einmal den Züge. Und die Zeit ist eh vorbei. Oh, da hat dann irgendwie noch ein paar ausgelöst. Ah, okay. Ich will zu wissen, wie das funktioniert. Aber das fühlt ja wieder zu viele Bogenschützen. Dass sie allein überhaupt keine Chance wirklich haben. Züge da. Kann ich leider nicht noch was machen. Keine weiteren Züge, ich sehe eh gar nichts. Mach mal nicht das, was er sagt, weil ich gerade was Besseres gesehen hatte. So, und das war's. Und das war's auch schon, okay. Ich dachte, es kam noch was. Egal, wir haben eine Victory. Warum haben wir nur 2 Sterne? Möchte ich ja nochmal Replay machen.
Da wäre auf jeden Fall ein Warlock. Aber frag mich bitte warum. Oder ich möchte gerne wissen, warum ich da zwei Sterne nur habe. Mal gucken. Vielleicht, weil ich das Timelimit nicht aufgebraucht habe, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Warum habe ich nur zwei Sterne dort? Schauen wir jetzt noch ein bisschen an. Weil wenn ich so eine Brücke zerstöre, dann kriege ich natürlich eben den Stern. Oder so eine Mauer. Wenn ich eine Mauer zerstöre, bekomme ich einen Stern. Aber warum habe ich denn eben nur zwei Sterne gehabt? Wahrscheinlich nicht, weil ich mit Tipps gespielt habe. Ich meine, die Tipps hatte ich auch vorher schon aktiv. Und die Sterne sind da oben aufeinander, deswegen vielleicht. Also ich bin gerade ein bisschen überfordert, warum ich nur zwei Sterne hatte. Beziehungsweise überfragt, nicht überfordert. Okay, nachdenken, aber trotzdem. Keine Ahnung, warum ich nur zwei Sterne hatte. Und normalerweise stört mich das nicht, aber ich möchte es gerne natürlich auch ordentlich haben. Oh, ich sehe gerade was. Okay, erste Stern haben wir. Nur lieber so, dann kann ich noch mehr beschwören. Ups. Den zweiten Stern haben wir auch. Warum auch immer wir den dritten nicht bekommen haben. So, jetzt mal gucken. Ich meine, noch haben wir ja die zwei Sterne. Aber noch sind auch Möglichkeiten dort. Man, gegen die haben wir natürlich auch eine Chance. Lohnt sich ja nicht. So, dann hier einmal rüber. Okay, jetzt habe ich wieder abgelaufen. Da, jetzt habe ich einen dritten Stern. Keine Ahnung, warum ich den eben nicht hatte. Wir haben auch gar nicht so viel Geld verdient. Aber immerhin haben wir jetzt etwas. Und können gerne einmal auf den hier gehen. Ich weiß gar nicht, was der macht. Leben kann ich schon mal nicht upgraden. Ich kann seine Heilung oder seine Verteidigung vielleicht ein bisschen erhöhen. Und hier noch ein bisschen Leben von denen. Sind wir fertig. Und versuchen im Level 13, glaube ich, ist das. Mal gucken. Ja, 13, weitere Leute zu töten. Da ist nämlich raus. Der hat natürlich Verteidigung. Ich weiß nicht, ob das ein Angreifer ist, der aus der Ferne schießt oder in der Nähe. Weil wenn es aus der Ferne ist, kann ich den natürlich mit denen austauschen. Weil viel mehr Schaden. Mach das einfach mal. Ah, okay, ich brauche so mehr. Allerdings darf ich das nicht überschreiten. Ich kann den natürlich auch rausnehmen. Mal gucken, was der macht. Ob der aus der Ferne schießt oder einer. Also Fern- oder Nahkampfkämpfer ist. Werde ich ja jetzt sehen. Es war noch keiner von dem da. Doch, da ist einer. Aber die sind irgendwie weit verteilt. Und schon keine weiteren Züge mehr. Ah, okay, also wenn das kommt, bedeutet das, dass hier keine Züge mehr sind. Ich dachte, dass hier viele Leute auf dem Feld sind. Nee, das sind die Züge, die ich nicht mehr machen kann. Und dann sortiert ihr mir das nämlich selber. Beziehungsweise dann macht er mir was. Aber das ist gut zu wissen. Ich dachte immer, also dass viele Leute drauf auf dem Feld sind. Und dass ich dann keine Chance habe. Aber so keine Chance. Diese Runde war wohl ein bisschen schlecht. Können wir gerne nochmal machen. Ich will gerne gucken, was diese machen. Oh, ho, ho, ho. So, jetzt habe ich den hier. Mal gucken. Oh, ich habe schon keine Züge mehr. Wenn ich das überlebe, dann ist das gut. Bin einfach zu schwach, glaube ich.
Okay, jetzt habe ich den einen nur geheilt. Das bringt nichts. Ich habe überhaupt keine Chance gegen die. Entweder bin ich zu langsam oder ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nur begrenzte Züge. Das ist wieder das Problem. Der soll ich vielleicht die rausnehmen. Ich meine, die kommen nicht oft vor. Vielleicht das deshalb. So oft kommen nämlich die Felder gar nicht vor. Habe ich kein Geld, dass ich irgendwas leveln könnte. Trotzdem sagen, das war's für heute. Lasst doch eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Runde von Battle for Blood. Bis dahin und tschüss.